Jo Leute, heute entscheidet es sich, habe ich hier was übersehen oder habe ich nichts übersehen? Ja, ich habe es oben gerade gesehen. Spult nochmal zurück, falls ihr es nicht gesehen habt. Es ist tatsächlich so. Mario. Na, wird's bald. Im Übrigen könnt ihr auch anderweitig diesen hohen Sprung ausführen. Ihr müsst einfach nur zwei Aktionsknöpfe gleichzeitig drücken. Das ersetzt dieses Controller-Schütteln. Mann, wie oft willst du noch schief springen, damit ich runterfalle? Ich habe meine Zeit auch nicht gestohlen. Mann, warum machst du das? Spring! Ich habe nämlich das Gefühl, so wie man den Controller-Stick loslässt, zieht er in irgendeine Richtung, die man absolut nicht brauchen kann. Oh! Okay. Ich hätte es mir auch wesentlich einfacher machen können. Okay, das wird jetzt schwieriger. Oh! Ja, das ist die Mission, die ich saulang gesucht habe. Ja, wie geil! Oh, voll in die Fresse. Autsch. Es tut mir leid, Mario. Aber wisst ihr, was ich rausgefunden habe? Das Hutland eignet sich idealst für einen Hintergrund in einem Thumbnail. Ich meine, wer würde den Anblick hier nicht geil finden? Mal ehrlich, wer würde den Part nicht anklicken, wenn er ihn denn finden würde? Ich bin ja kein großer Let's Player. Aber ich habe zumindest schon mal die 50 geknackt. Die 100 sind das nächste Ziel im Jahr 2000, naja, 18 oder 19, oh, Ende 18. Da bleibt noch einiges an Zeit. Vor allem steigt sowas ja nicht linear. Wie lächerlich ein einziger Mond. Wie viel haben wir denn eigentlich schon? Hutland. Wir haben 10 von 17. Versteckt zwischen Schiebeblöcken. Keine Ahnung, wo der ist. Vor allem diesen... Oh. Für dieses Land habe ich keinen Hinweis mehr auf La... Okay. Gut. Also einen könnten wir noch bekommen. Auf den einen kacke ich jetzt auch. Wüstenland, Forstland, Seeland. Dann erkunden wir in dem Part halt das wunderschöne Seeland. Also so auf einen geilen Kaffee oder Kakao. Und dieses Mal müssen wir das Schnicksenkleid beschützen oder zurückholen. Keine Ahnung. See Legend. Oh, mein Hund jault vor meiner Tür. Ne, ich habe immer die Tür geschlossen, wenn ich aufnehme. Oh. Ja, ich komme gleich. Ich frage mich eigentlich, wie viele Welten es gesamt gibt. Es gibt ja, glaube ich, 11 oder 12 bestätigte Welten, jetzt schon. Geld! Da ist Geld!
Oh! Bam, gleich den ersten. Voll geil. Gib her. Notenjagd im kühlen Nass. Haben wir da nicht sogar schon eine Schnickse? Direkt hinter mir geht's zum Aquagrund. What the fuck? Ja, herzlichsten Dank, aber ich werde mich dann doch hier noch ein wenig umsehen. Was hat's mit diesen komischen Steinblöcken auf sich? Die regen total auf. Hier gibt's wieder 50 und dieses Mal haben wir die Form eines Tropfens. Gibt's hier zufällig irgendwo das Lappenland? Ich würde gerne einen Freund von mir besuchen. Der muss jetzt sein. Oh! Am Seeufer! Ist auch gleich mal einer. Okay. Aha. Ach, und was ist jetzt meine Hauptmission? Ah, wahrscheinlich muss ich dann um dieses Zeug herumgehen. Hä? Warum ist denn hier eine Kiste? Weil da Geld dahinter ist. Ja, dann bin ich Geldgeil. Ja, aber es ist wirklich so, Mario ist Geldgeil. Vor allem, er ist ja jetzt ein Allrounder. Moment. Hey, ich hab doch B gedrückt. Das ist doch Schwimmen. Ja, ich wollte gerade sagen, man soll sich immer in beide Richtungen umsehen. Aber das verstehe ich nicht. Ich habe die ganze Zeit auf B gehämmert. Wie ein Irrer. Man kann auch sogar unter Wasser seine Kappe werfen. Das ist lustig. Oh, ich glaube, ich habe einen weiteren Mond gefunden. Ja, geil. Wie viele gibt's denn hier, bitte? Oh, und ich sehe gerade, man braucht gar nicht so viele. Ah, das heißt, das ist wieder ein kleines Land. Ich meine, ich habe es zwar nicht so mit der Farbe rosa und auch nicht so mit diesen Unterwasserwelten. Aber das, was hier veranstaltet wird, ist echt gut. Und zerschlitzt. Und zerschlitzt. Und zerschlitzt. Und zerschlitzt. Du überrascht mich nicht. Und Cheep-Cheeps. Oh, die konnte man in der Demo auch schon übernehmen. Ach ja, richtig. Okay. Ach so, ich kann auch angreifen. Okay. Boah, ich vergesse das immer und fand die Steuerung mit dem Cheep-Cheep ist auch echt nicht ohne. Also das bitte ich zu entschuldigen. Hey, das ist Nessie aus Mario 64. Der ist cool. Oh, der ist wirklich cool. Und der nächste Mond. Chip-Chip-Wechsel.
Oh, da ist ein Mond in der Kuppel drinnen. Zum ersten Mal kann man aber diese Chip-Chips töten. Und hier ist dann gleich ein Challenge-Room. Okay. Spinne ich oder glitzert's hier? Ja, und vor allem die Vibration von meinem Controller. Oh, kacke, kacke, kacke. Ich ersauf gleich. Nein, 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 nein. Boah. Alter Schwede. Ich war hier fast abgesoffen. Ja, ja, Sealand ist gefährlich. Man muss halt immer, immer, immer auf die Luftanzeige achten. Ansonsten geht's nicht. Cool. Aber ehrlich gesagt finde ich es schade, dass dieses Land so klein ist, weil es ist ja fast wie das Kaskadenland eigentlich. Gar nicht groß. Im Gegenteil, eigentlich irrsinnig klein. Muss natürlich nichts heißen, aber... Nee, Mario, das wollte ich nicht. Bam und bam! Hä? Eine 8-Bit-Röhre? Ja, wohin denn? Oh! Oh! Das ist fies! Aber cool! Die Idee ist geil! Und ich weiß jetzt auch, dass man Cappys Sprung mit einem Weitsprung auch kombinieren kann. Aber die Idee finde ich echt cool. Nein! Ich habe eine vergessen! Scheiße! Nee, wenn man das einmal nicht... Wenn man das beim... Das muss man im First Try schaffen. Alter, ist das fies! Vor allem, du hast doch keine zweite Chance! Gott sei Dank braucht man die Plattform nicht, um den Mond zu erreichen. Das wäre noch fieser gewesen. Aber trotzdem, die Idee ist cool. Du hast dich ja ganz schön ans Plattsein gewöhnt. Naja, Cappy. Oha, komm ich da rüber? Uff. Naja, so schon mal bestimmt nicht. Mann, Mario. Bam. Nein, kommt man nicht. Okay, das heißt... So oder so, zuerst in die Kuppeln rein. Na gut. Sei halt so. Ich glaube, hier ist eh gleich direkt ein Eingang. Mit dem Schacht hier gelange ich aufs Dach. Echt? Cool. Also so könnte ich da hochkommen. Ich will nämlich zuerst den Brudel besiegen. Oh, Earth.
Mario, das ist nervig, was du hier tust. Aber lustig. Und das ist weniger lustig. Bam! Ich habe es nämlich auch schon von der anderen Seite gesehen. Hier glitzert. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, weil hier glitzert ja faktisch alles. Ich sehe das nur mit meinen Grafikeinstellungen ganz gut. Ja, wie komme ich denn darüber? Okay, na egal. Zerbrechen wir uns mal nicht den Kopf darüber. Ein Reißverschluss, okay. Wir haben schon 23 Münzen und so groß ist dieses Land hier gar nicht. Ich dachte anfangs, es sei vielleicht größer. Aber nö. Eigentlich ist es sehr, sehr klein gehalten. Ich könnte jetzt schon verschwinden. Ich könnte wirklich jetzt einfach schon abhauen. Ich habe nämlich genug Monde. Aber ich glaube, da wird wahrscheinlich Cappy nicht mitspielen. Würde ich zumindest glauben, weil es wäre sonst unlogisch. Bam! Jetzt bleibt eh nur mehr einer, gegen den man kämpfen kann. Das ist der Lange. Wir haben uns das Schnicksen ge... Ah, okay. Ich dachte mir, dass das vermutlich so gehen wird. Das ist aber ein bisschen einfach, finde ich. Das ist mir ein bisschen einfach. Naja, so gut ist der Kampf jetzt nicht. Es ist halt einfach schnelles Reaktionsmoment halt. War ehrlich gesagt nicht so toll. Denn da... Eigentlich vierten Welt hat mir besser gefallen. Jetzt hätte ich doch fast mein Mikrokabel wieder rausgezogen. Die Aufnahme ist nicht beschädigt, aber ich konnte halt nicht weiter aufnehmen, weil das Aufnahmeprogramm halt gestoppt hat, weil es das Mikrofon nicht mehr gab. Brudels über dem See. Geil. Was ist die nächste Hauptmission? Es gab ja jetzt inzwischen immer wieder drei. Oh, und ich sehe schon, ich muss glaube ich alles von vorne machen. Aber immerhin, jetzt ist die Treppe repariert. Das muss ich nicht mehr dämlich so drum rumhatschen. Hinweiskunst? So, das haben wir schon mal gesehen. Ah. Und hier kann man auch angeln, das können wir in der Wüste auch. So einen Schmarrn. Wo ist denn der Große? Ich glaube, nur vom Großen kriegt man... Na komm, hol's dir. Hol ihn dir. Oh, dieser Drecksack. Na egal. Danke, Lakitu. Sehr freundlich, dass du uns geholfen hast. Wir werden dran denken, wenn wir deine Wolke nächstes Mal missbrauchen.
Einfach mal so. Wir werden deine Wolke das nächste Mal missbrauchen. Weil hier geht's ja. Oder eigentlich nicht? Nein. Hier geht's nicht nach rechts. Das sah so aus. Kann ich Nessie eigentlich auch übernehmen? Ich brauche erstmal einen Cheep-Cheep, weil ich habe noch diese Minimonde hier zu finden. Und ich denke mal, das geht mit einem... Okay, hat sich erledigt. Ich denke mal, das wird es gewesen sein. Das Einzige, was ich noch machen möchte, sind die Münzen hier zu finden. Und ich denke mal, es wird keine schlechte Idee sein, weil ich kann ja kurzzeitig mit diesem Fisch auch überleben an Land. So wie so ein Carpador, was bei Pokepark immer irgendwo rumgammelt. Weil hier kann ich ja runtertauchen. Alter, ist der Gang lang! Wie lang ist denn der? Was ist denn hier unten eigentlich? Ich fass es nicht. Hier ist Captain Toad. Nicht zu fassen. Er schenkt mir wieder mal einen Powermond. Ach du Scheiße. Wie viele gibt's denn dieses Mal eigentlich? Weil er wie viele Kissen hatte in seinem scheiß Zelt und wo transportiert er das eigentlich? Ist ja total unlogisch. Hey, das ist Katzenpeach! Okay. Na gut. Was gibt's hier sonst? Oh. Oh, du hast mich gefunden. Sehr schlau, nimm dies als Belohnung. Ich wollte hier eigentlich nicht beim Umziehen stören, aber... Naja, Mario, gefällt dir, was du siehst? Vielleicht wirst du ja vom Peach-Stecher auch noch zum Nixen. Ja, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Zu spät für manche von euch wahrscheinlich. So, dann. Ach, da ist schon wieder der Papagei. Okay, das geht doch ja nicht so, ja. Der Papagei wird gerade in der Welt richtig nützlich. Ja, komm. Ach so, der Shop ist ja da drinnen. Ich trottel. So, als erstes den Mond kaufen. Was haben wir denn? Das sah irgendwie so amerikanisch aus. Shopping im Selegant. Ah, die Ausrüstung brauchen wir. Die hat nämlich immer irgendwas mit so einer verschlossenen Tür zu tun. Gab's ja auch schon eigentlich fast überall. Quietschidori. Das Ding heißt anders. Das ist Nessie. Und hört ihr das? Man hört auch unterschiedliche Sounds.
wenn man unterschiedliche Kostüme bei Mario hat und dann läuft. Ich dachte es mir schon, also sowas deutet immer darauf hin, dass man das Kostüm dieser Art braucht. Komm, gib her. Passend, unpassend gekleidet. Okay, schlechter Wortwitz. Leute, ich würde sagen, das war's für den Part. Wir sehen uns dann im nächsten Hobby der Gamer Engineers.